Howdy, würden sie sagen, die Jungs von The Bossos. International Urban Hymns, Do or Die, nur zwei von fünf bekannten Alben. Und jetzt legen sie noch mal einen drauf. Wir sind zurück mit einer neuen Scheibe. Und diese neue Scheibe hat es in sich. Liberty of Action. Das sechste Album trägt einen Titel, der zur Band passt wie die Faust aufs Auge. Mit 14 Songs, sogar 18 auf der Deluxe-Version, geben The Bossos mal wieder Gas. Sie geben einfach immer 100%. Ob im Tonstudio, auf der Bühne oder im Leben hinter dem Star-Dasein. Was The Bossos ausmacht und warum man sie hören sollte, kann niemand so gut erklären wie sie selbst. Also gut zugehört. Unter dem ganzen Einheitsbrei da draußen, Bossos eine der wenigen Bands sind, die ganz besondere Musik machen, die man nicht jeden Tag überall hören kann. Und wir eine echte Band sind, die live gerne spielt und ja, auf jeden Fall auch ein Erlebnis ist. The Bossos. Fragt man die Leute, wie sie die Band beschreiben würden, stünde das Wort geil wahrscheinlich im Vordergrund. Klar möchten weder Fans noch Experten in der Musikbranche diese besondere Band missen. Leider mussten wir genau das. 2 Jahre Auszeit von den Jungs. Zum Glück wurde unser Warten belohnt. Jetzt sind sie zurück mit getankter Kraft und doppelt so viel Elan. Weshalb war genau jetzt der Zeitpunkt gekommen, eurer Pause ein Ende zu setzen? Dass wir Spaß daran haben, was wir machen. Ne? Also wir lieben es, Musik zu machen. Wir machen das unwahrscheinlich gerne. Und natürlich will man als Band nach einer Pause, die dann auch mal notwendig war nach so vielen Jahren, wo wir permanent viel auf Tour waren, viel gespielt haben, uns mal ein bisschen ausruhen können und dann wieder halt so richtig mit Lust und Laune ein neues Album aufnehmen. Das macht man ja sehr gerne, wenn man Musiker ist. Abgefahren, verrückt und ausgefallen. Synonyme für die Musik von The Bossos. Obwohl ihr Musikstil ein völlig neuer ist, trifft er auf große Beliebtheit. Sie bringen einfach frischen Wind mit sich. The Bossos sind etwas Besonderes und dafür lieben ihre Fans sie. Doch was sind die Vorbilder der Jungs und wo sind die Ursprünge der Inspiration, welche ihre Musik so unverwechselbar machen? Auch inspiriert sind wir durch ganz viele unterschiedliche Musikstile. Die meisten liegen in der Vergangenheit. Also es fängt an beim Blues, frühen Blues, Country, Rock'n'Roll, im Allgemeinen mit, kombiniert mit modernem, harten Punkrock oder so. Also ich kann mir jetzt auch nicht genau festlegen. Wir nennen es mittlerweile, das ist der Musikstil Bossos. Und sind natürlich inspiriert durch viele Größen aus der Vergangenheit, von AC/DC, Elvis Presley, aber auch Queens of the Stone Age, um mal über moderne Bands zu sprechen. 2004 wurde The Bossos gegründet. Schaut man heute in die Gesichter der Jungs der Band, sieht man echte Kerle. Räudig und rockig. Doch bevor sie den Ritterschlag zum Mann erhielten, tourten sie als Jünglinge durch Pubs und Bars, erlebten dabei einiges, das sie zusammenschweißte und das sie das Laufen lehrte. Was das war, will ich jedoch nicht vorwegnehmen. Wir sind schon seit 9 Jahren unterwegs und haben in den kleinsten, verrottetsten Clubs gespielt, wurden um die Zeche geprellt, es kam niemand, standen vor leerem Haus da, hatten Motorschaden auf der Autobahn, mussten im Bus pennen, obwohl er nicht ausgestattet war, um darin zu pennen. Zu 10 im neuen Sitzer, also wir haben schon eigentlich alles erlebt, was eine Band erleben muss. Die Jungs überraschen uns immer wieder. Kürzlich bewiesen Boss Burns und Hoss Power bei The Voice of Germany ihre Qualitäten als Jurymitglieder. Natürlich blicken The Bossos jetzt auch in die Zukunft und freuen sich darauf, was noch kommt. Genauso freuen wir uns mit ihnen und sind schon gespannt. Da die Neugierde in uns unbesiegbar war, fiel natürlich auch die Frage nach dem Ungewissen. Was The Bossos von der Zukunft erwartet, hört doch selbst. Also das, was wir im Moment machen, macht uns riesig Spaß, schon immer Musik machen und wünschen wir uns natürlich, dass es noch eine Weile so bleibt. Ne? Wir wollen noch lange nicht aufgeben und wir haben noch viel vor uns musikalisch und wünschen uns, dass es den Leuten da draußen genauso geht, dass sie uns hören wollen. Unserem Bubblegum TV-Team war es eine Ehre, diese einzigartigen Musiker mit Cowboy-Stiefeln und Hut zu treffen. Ein Eindruck, der sich in unserem Gedächtnis verankert hat. Die Musik von The Bossos finden wir besser als jeden Westernstreifen. Wir wünschen den Jungs noch viel Glück und vielleicht sieht man sich ja mal wieder beim Sheriff. Howdy! Howdy, ich bin der Boss. Und ich, der Hoss von The Bossos. Und ihr seht, Bubblegum TV, der beste Sender überhaupt. Der Welt.